Guten Morgen zum Ostersonntag, ihr Lieben. Wenn ich das richtig verstanden habe, weil ich bin da nicht so firm drin in der Geschichte, ist heute die Auferstehung Christis. Und das soll keine Blasphemie sein, sondern wir stehen heute auch auf. Okay? Das bedeutet, ja, wir machen Burpees. Ihr werdet etliches essen. Lamm und Co. und weiß der Fuchs was. Deswegen machen wir eine schöne Burpee-Kombination. Das Beste, was ihr für den Energieumsatz tun könnt, gleich noch vor Mittagessen. Okay? Also, Nummer 1, klassische Burpees. Ihr wisst Bescheid. Hände, Fuß nach aufsetzen, abhocken, Brust berührt den Boden, wieder hoch, anhocken und hochspringen. Okay? Davon 5 bis 10 Stück, je nach Leistungsklasse. 30 bis 60 Sekunden durchatmen. Dann nächste Variation. Runter abhocken, den Liegestütz und jetzt Doppelhocke. Einmal anhocken und dann wieder zurück und erst dann hoch. Okay, wieder 5 bis 10 Stück. 30 bis 60 Sekunden durchatmen und dann wieder Burpee und zwar Doppelliegestütze. Das heißt, Sie gehen runter, Liegestütz 1, Liegestütz 2, anhocken, hochspringen. Okay, wieder 5 bis 10 Wiederholungen. 30 bis 60 Sekunden durchatmen und dann kommt quasi die letzte Variante mit Squat Jump oder wie auch immer das hier nennt wird. Also ihr springt hoch und zieht dabei die Knie an. Das heißt, runter zum Burpee, Liegestütz, anhocken und Knie anziehen. Okay, wieder 5 bis 10 Wiederholungen. Dann könnt ihr vielleicht 2-3 Minuten durchatmen und dann macht ihr mal, wir haben insgesamt 20 bis 40, ja. 5 bis 10 Durchgänge. Das sollte für den Landrat reichen. Schönen Ostersonntag, bis gleich, Leute. Tschüssi.